Im Jahre 1899 neigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolvern sein Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Selbst der Westen war zum größten Teil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Rockstar Games präsentiert. Red Dead Redemption 2. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Kapitel 1. Coulter. Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. This? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy. Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone.
We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Und damit begrüße ich euch zu einem, ja, ersten Let's Play in 2018, auch wenn es bald zu Ende geht. Ja, nach 10 oder sogar 11 Monaten bin ich zurück auf meinem YouTube-Kanal und versuche nochmal ein paar Let's Plays zu machen. Und wie ihr seht, habe ich mich dafür entschieden mit Red Dead Redemption 2. Kurz vorweg, ich habe mich selber nicht gespoilert. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe keine Trailer gesehen. Ich weiß gut von nichts von dem Spiel. Dass ich den ersten Teil gesuchtet habe, wissen einige auf dem Kanal, wenn sie sich noch dran erinnern können. Aber mein Gedächtnis. Das ist schon mehrere Jahre her auf der 360. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, ich hoffe, es wird euch ein bisschen gefallen. Und wir werden mal schauen, ob wir den Kanal wieder zum Laufen kriegen. Aber wie gesagt, über andere Spiele wird jetzt nicht geredet. Nur über Cowboys im Schnee. Hoffentlich wird das hier nicht zu Brokeback Mountain. Aber wir werden mal schauen. Ich bin ein bisschen außer Übung. 10 Monate keine Let's Plays gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man redet. Ich musste sogar erstmal überlegen, wie ich hier das ganze Aufnahmezeug wieder zum Laufen kriege. Und ich kann nur voraus schon mal euch spoilern, dass ich das Spiel so spielen werde, wie ich will. Und ich habe, ja, ich bin mal gespannt, was es alles so an Möglichkeiten gibt. Kann auch sein, dass es mehrere Folgen gibt, wo wir nicht einmal in der Story vorankommen. Wenn es natürlich so sauspannend ist, dann gehen wir natürlich voran. Also, was hier? Zum langsamer werden, R1. Ah, Handbremse. Auch für ein Pferd, okay. Ich weiß nur eins von dem Spiel und das ist, dass es vor dem ersten Teil spielt. Also ein Prolog. Ja, dann wollen wir mal. Dutch. Okay, also der Typ vor mir ist Dutch. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong. Die Installation war gigantisch. Über 90 GB mit dem Day One Patch. Aber es ist sogar nicht nur ein Day One Patch. Wir sind schon in Version 1.02. Das heißt, wir haben nochmal was gepatcht. 3 oder 4 GB insgesamt. Und ich spiele auf der Ultimate Edition. Ich habe mir die Collector's Edition nicht gekauft, weil das Spiel nicht dabei ist. Nicht mal als digitaler Code. Was für ein Napp. Wir spielen auf Pro mit Super Sampling und Booster Mode an. Falls ihr euch wundert. Auf Plasma TV. You up ahead. Who's there? Oh, ich sehe nichts. Mika. Mika ist Tsukasa. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. Ich muss sagen, es ist ziemlich interessant, dass wir direkt einfach so in diesen Schneesturm hier rein. Alter, hier rechts am Baum. Die Lichteffekte, geil. Ja, das flutscht nochmal richtig die Engine hier auf der PlayStation 4. Wie das Ding wohl aussehen möge auf dem PC. Ob
brauchst du bestimmt einen richtigen Kracher. Aber gefällt mir schon mal richtig gut. Auch dass hier so viele Leute anscheinend schon gestorben sind, ist irgendwie interessant. Mitten reingeschmissen und dann hinterher reden. Na gut. So, was muss ich jetzt machen? Über. Oh. Ups. Das geht? Okay. So. Ah, okay, so machen wir Dialog, okay. Are you sure about that? Ah, dieses Gequälte ist geil. Lonely out here. Where's everyone else? Old mining camp, back up the hill. Huddled around the fire, waiting for daddy to put food on the table. I've said it before, we got too many mouths to feed. Well, we got a few less now, so you should be happy. That ain't fair, Arthur. Der Schnee sieht cool aus, wie sich der verändert, wenn man hier mal so... Das sieht echt gut aus. So. This house. Oh, die Hinterhufe ziehen sogar richtig den Schnee mit. Cool. Like Dutch told us. Look, but don't talk to no one. Just following orders. You know me. I'm a good boy. Right. Der Schnee sieht richtig gut aus. Auch wenn er leicht verwischt ist, aber das kann jetzt natürlich wegen dem Schneesturm sein. Wow. Was haben wir eigentlich für ein cooles Pferd, ey? Das hat ja auch eine geile Checkung. Oh, er hier hinten hat ein beiges. Er hat ein schwarzes, ne? How much further? Not far. What does that mean? Not far. Nicht weit. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selber dabei erwische, wie ich die ganze Zeit schweige, weil ich so erstaunt von dem Spiel bin. Achso, und ich weiß auch nicht, wo wir spielen. Ich habe zwar hier eine Karte, wo Neu-Hannover draufsteht, fand ich ganz lustig. Aber leider nur mit einem N geschrieben. Aber wir sind auf jeden Fall irgendwo Westen. Und von der Karte, ich habe die Karten verglichen mit den Red Dead Redemption 1. Ich glaube, wir sind irgendwo im Nachbarstaat oder so. Könnte gut möglich sein. Alter, der Schnee, guck dir das an. Da sieht nichts gleich aus. War das eben gerade auch schon, dass sich Schnee auf dem Pferd niederlässt? Ist ja Hammer. Was ist das? Deine Gesundheit wird in der unteren linken Ecke... Da unten, das kleine Ding! Und dann nur noch weiß auf weiß. Ostfriesische Kriegsflagge, ne? Kennen wir ja, weiß auf weiß. Weißer Adler auf weißem Grund, ne? Irgendwie so war das. Binde deine Pferde an. Wieder mit der Geige. Ein paar Iren, ha? Ich hoffe, dass alles ganz gut ist in der ersten Aufnahmesession. Ich habe eigentlich ein bisschen Probeaufnahme gemacht. Müsste eigentlich alles laufen. Folge Dutch. Dutch, war das nicht von Arnold Schwarzenegger der Name bei Predator 1? You too. Get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Schickel. Sieht ja mega geil aus. Ob das so eine Mission Hello? Ist wie bei GTA 5? Excuse me. Dass das hier ein Gebiet ist, wo man nie wieder zurückkommt, oder ob das schon Teil der Open World ist. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur, dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks, there's a corpse right here. Oh fuck, eine Leiche. There's a body in the wagon. I hear you. Just
Uh-oh. Keep your eyes on Dutch. I think you should go now. So, was muss ich jetzt machen? Waffe auswählen, okay, und dann loslassen, okay. Now, friend. I ain't asking. Ich weiß übrigens auch nicht, ob wir jetzt total böse sind oder ob wir so ein Anti-Held sind. Halte, um zu ziehen. Okay, erstmal ihn hier. Ah, Auto-Aim ist groß. Das ist ja blöd. Ich ziele auf den unteren und der Auto-Aim geht nach oben links. Dann müssen wir aber mal ausmachen hier. Wo läuft er denn? Wo ist denn hier einer weggelaufen? Ich höre Pferde. Na gut, gehen wir erstmal rein hier. Komisch. Der muss hinterm Haus weggelaufen sein. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Nehmen. Okay. Das ist ja geil. Das ist ja wie bei so einem Survival Game. So wie PUBG oder sowas. Einfach nehmen. Cool. Das ist ja geil, dass das richtig angezeigt wird. Oh, da werde ich werde mich wieder im Detail verlieben und wieder stundenlang was machen. So, was ist das? Halte gedrückt, um die Tasche zu öffnen. Dosenmais, wie geil, Alter. Jeder Mais, der kann. Irgendwie so. Von ganz früher. Gibt's das überhaupt noch? Mais essen. Geil, Alter. Das mache ich übrigens auch, wenn ich zu faul bin. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on Colin, huh? Sagt mir nichts, sein Name. Ob, ich weiß, ich muss auch erstmal überlegen, wie nochmal der Held aus Teil 1 hieß. Wie hieß er denn nochmal? Micah found a dead body in the wagon outside. Marson. Ich glaube, Marson hieß er, wenn ich mich recht entsinne. So, wie ist das hier? Untersuchen. Du kennst ja wirklich. Kann man auch in die Waschkaraffe. Hier, guck mal, das blinkt richtig geil. Ist ja wie Resident Evil. Hier, und jetzt wieder für die richtig geilen Typen wieder zumachen. Geil! Ah, schade. Hier ist die Waschecke. Alter, was ist denn hier passiert? Das ist doch die Hose einer Frau. Haben wir eine Frau erschossen oder was? Würde mich ja schon wieder richtig abnerven. Ich meine, man könnte ja zumindest erstmal vorher verhandeln, bevor man der Alten voll in den Kopf schießt, ne? Das ist ja mega, was man hier alles so... Also ich hoffe, dass das jetzt nicht nur wegen dem Tutorial ist, dass man hier in jede Ecke reingucken kann, sondern dass das wirklich ein Teil des Spiels ist. Oh, irgendwas knackt. Oder war ich das hier mit? Das ist mein Cowboy-Stiefel. Irgendwas hat. Ist das hier untersuchen? Fotografie? Poor bastard was married to. Aber warum? Ja, weswegen? Weil er ermordet wurde draußen? Ach so! Draußen liegt eine Leiche, aber wir wissen nicht, ob es Mann oder Frau ist. Aha. Wahrscheinlich poor bastard, dann ist es wohl. Was steht denn da? Ach so, warte, hier, da kann man lesen. Ah, guck an. Jacks und Sadies Hochzeit. Ah, sie haben vor 3 Jahren geheiratet. Wenn das Spiel 99 jetzt hier spielt. Ist ja geil, Alter. Also, wahrscheinlich Poor Bastard, dann heißt es, dass der Mann draußen liegt. Wo ist die Frau? Hm, haben sie bestimmt auch alle schon irgendwo vergraben oder so. So, haben wir hier noch was? Auf dem Tisch? Nee. Wo liegt denn die Geige? Die haben doch hier mit einer Geige gespielt oder sowas. Oder mit einer Fiedel. Hm, hier ist auch nichts. Hier kann ich nichts hochheben. Oh.
Ja, beruhig dich doch. Wir müssen doch erstmal reinkommen, Dutch. Just give me a minute. Das ist ja geil. Ist das jetzt, weil er uns angeredet hat oder weil wir... Liegt da was runter? Nee. Das ist ja geil. War das jetzt, weil er uns angesprochen hat oder ist das generell, dass wir antworten können? Das würde mir nämlich richtig gefallen. So. Ich soll jetzt rausgehen, hat er gesagt, ne? Also machen wir das mal. Schnieke Bude. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, barn. You search the cabin. Links? Ah, da. Sure. Was sind das hier, ein Hühnerstall? Na, die sind doch bestimmt schon lange erfroren, die Viecher. Drücke nach unten. Suche die Scheune. Was ist denn das? Ah, so ist die Karte. Gut. Ah, ist das sowas wie ein Karma? Links, rechts, wie man sich entscheidet. Und wir haben $2,30. Wenn man das mit früher verrechnet, sind das ungefähr vom heutigen Wert, keine Ahnung, 20 Euro. Da ist ein Pferd drin. Hallo. Was muss ich tun? Kreis. Gib ihn links und rechts und links. Ah, hier, Alter, kriegt er. Was ist denn los, Alter? Der hat aber ein Kinn, Alter. Find out what they're doing here, and where Calm is. Oh, this son of a bitch would talk. Calm. Ach so, das ist gar nicht. Ich dachte, das wäre der Mann von den. Nee, alles klar. Das ist einer von den. Where's Calm O'Driscoll? Von der Bande. With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Hmm. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. Wie kann ich jetzt entscheiden, was ich machen kann? Kümmere dich um den. Okay. Erwürgen, verschonen, schlagen. Ich würde sagen, verschonen geht erstmal komplett raus, weil, ja, die haben ja die Leute überfallen und wir wissen immer noch nicht, wo die Frau ist. Schau, ne. Du bist einfach nur ein... Nicht nutzt, du hast die Leute ermordet. Du hast keine Gnade verdient. Nimm deine Waffe. Ah. Der hat ja weiße Haare. Okay. L1. Cutterman. Aha. Wo ist mein Hut? Ach, und mein Hut kann ich... Also, die Waffe hebe ich mit L1 auf und Gegenstände und dann Hut mit... Viereck, okay. So, was machen wir hier jetzt? Beruhigen, okay. Näher dich dem Pferd. Das sieht ja schön aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, um welche Rasse es sich dabei handelt? Ich habe davon absolut keine Ahnung. Pferd ist Pferd. Ich weiß nur, dass ein weißes Pferd ein Schimmel ist. Was so leichte Flecken hat. Führen. Ich bin Deutscher, ich kann das. Anbindepfosten. Ja, ich bin auch so ein Pfosten. Das sieht cool aus. So, welche Pferde mag ich ja? Das sind so typische Cowboy-Pferde, finde ich. Wenn die so eine Mischung haben. Ob die Spuren nach einer Zeit, die hier sind, auch irgendwann zuschneiden? Oder zugeweht werden? Könnte ja auch sein. Ah, guck mal, wir haben irgendwas Plus bekommen. Wir haben ja jetzt vertraut... Was? Frau! Was ist jetzt los? Frau, wo kommt die her? Hat er wohl hinten oder der andere wohl irgendwo gefunden? Leave her alone!
I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss! Miss! Are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Dorothy! Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. So, it's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Heftig. Vor 3 Tagen haben sie den Mann abgeknallt und 3 Tage war sie im Gewahrsam. Naja, so wie sie aussieht, da wissen wir ja, was in den 3 Tagen alles passiert ist. Adler! Hey, schon wieder eine Deutsche. Was habe ich neulich mal gelesen? Statistik 2015 war das, glaube ich. 80% aller Amerikaner außer in Florida und Texas haben Deutsche als Verwandte von früher, weil so viele Deutsche ausgewandert sind. Wenn man sich hier so die Städte anguckt, es gibt ja auch, glaube ich, südlich von New York gibt es auch in Hannover. Ich glaube, Hamburg und Berlin gibt es, glaube ich, auch irgendwo an der Ostküste. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up, give her a drink or something? And Mrs. Adler, sie rein, sie hat nichts an. It's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea'll show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Now how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Was, Arschloch, Alter? Oh, naja, 1800. Was willst du machen? Heftig. Der Spruch war voll cool von diesem, dem wir spielen. Wir sind ja nicht Dutch, wir sind ja... Weiß ich jetzt nicht, wie unser Charakter heißt, den wir jetzt gerade gespielt haben. Wir sind auch üble Kerle, aber wir sind nicht so übel. Naja, von Regen in die Traufe. Sieht geil aus, ey. Mal tagsüber. He's strong. And he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Arthur. Okay. Arthur. How you doing? Just fine, Abigail. And you? I need Abigail? You. I'm sorry. I'm sorry to ask. Da klingelt was bei mir. It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time.